In diesem Video möchte ich euch gerne mal einen smarten Stromtarif von der Firma Fresh Energy vorstellen und was so ein Tarif bringt und ob man ihn unbedingt braucht, das erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Und an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an Fresh Energy, denn diese haben dieses Video unterstützt. Aber nun wünsche ich euch natürlich viel Spaß, also los geht's! So gesehen ist Fresh Energy ein Stromanbieter, welcher Ökostrom anbietet, aber trotzdem gibt es einige Unterschiede zu einem klassischen Stromanbieter, denn ihr erhaltet zum Beispiel kostenlos den sogenannten Smart Meter Stromzähler, welcher per Powerline an das Internet angeschlossen wird und so natürlich auch Daten senden und empfangen kann. Und so gelangen dann auch alle Statistiken, welche aufgezeichnet werden, in die Web-App, wo ihr diese dann einsehen könnt. Falls ihr technisch übrigens nicht ganz so versiert seid, könnt ihr euch den Smart Meter auch einfach kostenlos einbauen lassen von Fresh Energy. Und da jeder Haushalt selber wählen kann, was für einen Stromzähler er verwenden möchte, um seinen Strom eben zu zählen, bekommt ihr auch mit dem Vermieter keine Probleme. Jetzt aber mal zu der Web-App, denn diese ist ein ziemlich großer Bestandteil des smarten Stromtarifs. Zum einen ist diese visuell ziemlich übersichtlich dargestellt, was mir sehr gut gefällt, und zum anderen werden auch alle wichtigen Dinge angezeigt. Zum einen hat man eine Tagesübersicht, wo die Verbräuche und die entstandenen Kosten dann für den jeweiligen Tag angezeigt werden, und dann gibt es noch eine Monatsübersicht, wo eben alle Kosten und der Verbrauch für den gesamten Monat angezeigt werden. Um all diese Infos möglichst einfach darzustellen, gibt es in jeder Übersicht ein Diagramm, welches den zeitlichen Verlauf anzeigt. So könnt ihr zum Beispiel in der Tagesübersicht sehen, zu welcher Uhrzeit ihr den höchsten Stromverbrauch hattet, oder in der Monatsübersicht auch ganz einfach, an welchem Tag ihr eben am meisten Geld für den Strom bezahlt habt. Außerdem findet ihr dann unter dem Menüpunkt Rechnung natürlich alle Rechnungen Monat für Monat, wo dann auch nochmal der verbrauchte Strom und die entstandenen Kosten kurz angezeigt werden. Ein ziemlich interessantes Feature des Smart Meters ist aber, dass dieser über verschiedene Algorithmen und Verbrauchsprofile erkennen kann, welches Gerät im Haushalt wie viel Strom verbraucht. Und wie genau diese Algorithmen im Detail funktionieren, das weiß ich leider nicht. Aber ich weiß nur, dass die Daten, welche mir in der Web-App angezeigt werden, ziemlich realistisch wirken. Und das hat zum einen den Vorteil, dass man weiß, welches Gerät wie viel verbraucht. Und zum zweiten kann man so auch einfach die Geräte, die viel zu viel Strom verbrauchen, zum Beispiel ein alter Kühlschrank oder so, den einfach durch einen neuen ersetzen, weil oft ist man sich einfach nicht bewusst, wie viel Strom wirklich dieses Gerät gerade verbraucht. Die letzte Besonderheit ist noch die Bezahlung, denn diese geschieht nicht nach einem pauschalen Abschlag, welchen ihr im Voraus bezahlt, sondern ihr bezahlt einfach jeden Monat das, was ihr wirklich verbraucht habt. Das erspart euch am Ende des Jahres eventuelle Nachzahlung und ihr habt auch nicht so einen hohen Rechnungsbetrag auf einmal, sondern eben über die ganzen Monate jeden Monat etwas verteilt, was vielleicht für einige von euch auch etwas entspannter ist. Zudem habt ihr aber auch die Möglichkeit, monatlich den Stromtarif von Fresh Energy zu kündigen. Das heißt, bei vielen anderen Stromanbietern sind die Vertragslaufzeiten ja etwas länger und hier seid ihr eben ziemlich kurz an diesen Stromtarif gebunden und könnt so, wenn ihr nicht zufrieden seid, einfach ziemlich schnell wieder wechseln. Also insgesamt macht das Konzept von Fresh Energy auf mich einen ziemlich interessanten Eindruck und gerade im Vergleich zu den herkömmlichen Stromanbietern gibt es ja auch die einen oder anderen Vorteile. Zum einen hat man hier auf jeden Fall schon mal 100%igen Ökostrom, was schon mal sehr umweltbewusst ist, und zum anderen ist dann da ja auch noch die Konnektivität zu der Web-App, welche nicht nur den Vorteil hat, dass man eben alle Verbräuche und die Kosten direkt einsehen kann, sondern man kann auch einfach herausfinden, welche Geräte irgendwie unnötig viel Strom verbrauchen, und das ist eben ziemlich cool. Ziemlich schade finde ich nur, dass es aktuell noch keine Apps gibt dafür, also für Android und iOS, das heißt, man muss sich aktuell noch über die Webseite immer einloggen, aber das wird sich bald hoffentlich auch ändern. Ich habe zumindest auf meinem Android-Gerät schon die aktuelle Beta und die macht einen ziemlich guten Eindruck und meiner Meinung nach kann es nicht mehr allzu lange dauern, bis diese auch im Store erscheinen. Aber das soll es mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe natürlich auch, dass ihr beim nächsten Video wieder vorbeischaut und schreibt nochmal in die Kommentare, was ihr so von einem smarten Stromtarif haltet, ob man das braucht oder ob das einfach total unnötig ist. Aber das war's mit diesem Video, also bis zum nächsten Mal. Ciao!